kennst du Urban Terror? Jo, hast du ja auf oben geschrieben, ja. Aber habe ich, glaube ich, nicht gespielt, nicht viel. Also überhaupt nicht eigentlich, nur ich kenn's halt. Oh Mist, habe ich jetzt echt auf irgendeine Liste gepackt. Wen denn? Das ist doch cool. GexTV, kannst du Urban Terror? Jo, kannte ich, aber nicht viel gespielt. Habe ich oben schon beantwortet? Klar. Ria ist ja so eine feine Dame, die muss ja nicht alles hier sich geben. Was ist denn das? Elite! Oh, was passiert hier? Wieso? Wie? Jetzt, kann ich mir das jetzt aussuchen, oder? Oh, was soll das? Wieso? Was war das? Hä? Escape. Ich öffne welche Boxen oder? Hä? Wow, ich hab neue Hosen. Kann ich die anziehen? Sind das stärkere Rüstungsteile? Keine Ahnung. Was das soll. Team Deathmatch. Ui, Fische. Können die Aquarien kaputt schießen? Das wäre doch toll. Also die ist mir echt zu klein hier, die. Und du sagst hier, was war das, Keksdose oder so, dass die, schau mal wie klein die ist. Hey, das ist ja im Vergleich zu der anderen. Schau mal an hier. So ein Schlachtfeld das andere. Macht sie alle fertig! Nur kurz hier, Optionen, Steuerung, Sicht und einmal noch. Dann ist es so wie vorher, dann ist es ja wie am Anfang, ist zu schnell. So ein Zwischending gibt's nicht, gell? Kann man hier auch schieben mit der Maus? Warte mal. Steuerung, Sicht und dann hier so mit der Maus. Nee, gell? Es gibt... Nee, geht nicht. Ja, okay. Also so ist zu schnell. Ja, oder geht eigentlich? Muss man schauen. Muss dann die DPI-Zahl vielleicht noch ändern. Wir haben den Vorteil errungen. Ja, Loki muss man manchmal noch Ignore haben. Also der schreibt manchmal komische Sachen, aber meiste Zeit schreibt er voll die coolen Sachen. Ich kann mich zwar nicht erinnern, aber habe ich so ein Gefühl. Schätze ich mal. Oder so ähnlich. My fearless friends. Verbündete Drohne über uns. What the fuck? Was? Da kann man rum. Was ist denn passiert hier? Ich bin da runtergefallen, yay! Kann man hier. Ist doch jemand. Wir haben den Vorteil verloren! Ich finde die Minimap sehr, sehr verwirrend, wie sie sich mitdreht. Kann ich nicht zentriert in der Mitte einfach irgendeiner sein? Dreht sich die nicht? Ja, sexy 20 ist Ria, kann ich zustimmen. Über sexy 20. Was ist das? Feindliche Drohne über uns! Freunde, hat die Hotelbar eingenommen! Die Hotelbar. Wow! Unsere Drohne ist online! Ich habe jetzt 4 gedrückt, irgendwas ist da hochgeflogen. Feindliche Angriffsdrohne im Anflug! Bestes Alter für Schweinereien, oder? Klar! Ab Gags seinem Alter ist man alt. Ja, Ü30 ist schon vorbei hier. Der ist schon tot. Sonst hätte er mich schon vorher getötet. Achtung! Feindliche Vorräte! Aus der Karte rausgehen.
krass, der andere schießt einmal einen Touristen an, der heftig. Feinde haben die Hotelbar eingenommen. Wow. Boah, so eine Magen-Darm-Grip, so Magen-Darm-Grippe. Verbündete Drohne über uns. Ihn hat's erwischt. Hast du die Angewohnheit, immer mich zu ducken, wenn ich jemanden sehe? Keine Ahnung warum. Muss man hier anscheinend nicht, oder? Welchen April hast du denn, Ria? Ich habe auch im April. Dass wir da, falls du im April hast, dass wir da zusammenfallen müssen, ne? Igitt. Muss man sich eigentlich ducken, wie man dann genau ist? Ist das so realistisch oder muss man, ist es egal? Hat man weniger. Nein, hinter mir. Ich dachte, cool, läuft ein hinter dem anderen und jetzt da lief einer auch hinter mir. Ich meine, rein. Die kommen immer von hinten, die Säue. Mit 17 habe ich mich auch alt gefühlt. Im März, okay. Zum Glück. Und bestimmt nicht den 25. Nein! Wir verlieren! Also. Will ich mal coole Stunts machen, dann fliege ich da runter. Feindliche Drohne online! Ich verstehe aber nicht, wieso man sich eigentlich hier aufregen sollte. Das Spiel ist halt so, du spawnst, du bist tot, du spawnst, du bist tot. Und dann schießt du mal kurz und dann bist du wieder tot. Das ist ja... Wieso sollte man sich hier aufregen? Weil man abgeschossen wird von anderen? Feindliche Drohne über uns. Das wird mir, es gehört doch zum Spiel dazu, oder nicht? Aufklärungsdrohne kommt. Wenn einer dich einfach vorher sieht, dann ist klar, dass er dich halt abschießt. Nur ich, wenn ich einen zuerst sehe, schieße ich jemanden an, dann dreht er sich um und er schießt mich. Das kann doch nicht jeder. Ich muss immer. Nein, 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 hier. Ich sehe das halt vorher nicht, wo ich da runterfallen kann. Ich habe nur auf der Karte gesehen, da ist irgendwas Rotes. Kann ich da runterspringen? Ja, kann ich. Ja. Also sie sehen mich, wenn ich ein Jetpack benutze. Also hier kann man auch nicht durch. Komischer Camper da am Boden. Der war doch vorhin schon mal da, oder nicht? Das ist immer heftig hier. Du läufst in den vorbei, dann schießen dich einfach hier. Also servus, Leute und Gags, ich bin Penn. Alles klar, Long Dong, du schlaf schön, träum süß. Und merci für deinen Besuch hier. Bis zum nächsten Mal. Hier können wir nichts mehr ausrichten. Sentinel, wir haben verloren. Okay. Das war ein cooler letzter Kill hier. Kann ich irgendwie die Rüstung ändern und bin ich dann stärker? Klasseneditor. Nee, ich möchte... Ich möchte... Gleichgewicht, gesteigertes Bewegungstempo, unsichtbar für Drohnen, Trackergeschosse, weniger Schaden durch Sprengsätze, bricht Granaten scharfen bei Waffenwechsel ab, Zurücksetzender, was? Geringes Intensivbogen.
Und hier erhöht die Minikartenabdeckung. Schalten Sie Feinde aus, dass die Abschussorte angezeigt werden. Nicht zu Orten für Peilungsdrohnen. Was ist jetzt ausgewählt? Zähigkeit. Fest verdrahtet, immun gegen System-Hex, EMP, Nanoschwärme, Betäubungsgranaten und Störer. Irgendwas. Sie weichen weniger zurück, wenn sie getroffen werden. Sie werden beim Einsatz von Exo-Aktionen nicht. Jetzt bin ich weg. Aber es klingt irgendwie schon pervers, der Satz, Lara. Aber danke, habe ich verstanden. Du kannst die kugelsichere. Aber habe ich jetzt hier gerade nicht gefunden hier. Ich Kopf. Beim Google und die anderen sagen, es geht als Schummeln und du musst zwei geben. Also der normale hat ausgeglichen, der hat das gar nicht. Ist das eine andere Waffe? Ja, nee, ist die gleiche Waffe. Ach, geht schon los von mir. Ich wollte doch mal anschauen, das hier. Na los, machen wir uns an die Arbeit. Na, der Gags. Kann er. Ja, das hat Pyro Blast richtig erkannt hier. Ui. Hier sieht man die Gegner. Aber das ist schon Pimmel mit der Maus hier. Wie klein die ist, hey. Mal die Grafik vielleicht etwas höher stellen, aber es passt schon so. Ich glaube, Anti-Aliasing ist sehr, habe ich gar nicht richtig an. Das ist alles so verpixelt und flimmerig. Ich weiß gar nicht, ob man es im Stream auch so sieht. So steril alles die Umgebung. Oh, ich habe gar nicht die Waffe, die ich wollte eigentlich. Was sind das für eine Waffe, die ich hier habe? Ball 27. Ah, aber ich habe den Aufsatz nicht, gell? Kann man das noch ändern? Ich muss mir die Aufsätze bei dem anlegen, bei dem muss man da durchschauen. In Ruhe alles durchlesen. Aber vielleicht einfach noch ein bisschen spielen, noch einiges freischalten. Oh, der hat mich durch die warte mal. Wie geht denn das dann? Hat der mich durch die Wand durch? Fast. Habt ihr schon mal so eine kleine Maus in der Hand gehabt? Ich weiß noch nicht, ob ihr auch so riesen Bratzen wie ich habe. Das ist ja. Bin ja hier am Rum. Oh, da kann man ja durch. Am Rum quälen mich hier. Ich die Maus überhaupt bewegen kann, so klein wie sie ist. Wow. Die Gegner gar nicht, ey. Krasse Sache, ey. Kontakt, Haupthangar! Hat man ja gesehen, oder, Pyro, dass ich viel einstellen kann. Hier die ganzen Kugeln, trotzdem kaufe ich wieder auf. Joi. Naja, ich meine, ich schätze mal, man regt sich halt dann auf, wenn man das Spiel ernst nimmt, aber ich tauche auf und bin tot und. Kann ich mich nicht aufregen. Kann ich auch nicht viel machen. Aber ich werde das schon noch lernen. Ich verspreche euch das zu lernen, dass ich mich aufrege und rage über dem Spiel. Also ich verspreche es, ob ich sagen kann, keine Ahnung. Wo häng ich denn hier? Solange ich wenn ich im Gegner Auge in Auge stehe und dann schießt halt er mich, aber wenn ich den Gegner nicht sehe und den mich abschieße, ist es ja was anderes. Dann ist es eigentlich, wer zuerst sieht, der gewinnt halt dann. Aber darüber aufregen, weiß nicht. Dann vielleicht erst.